Einen wunderschönen guten Tag. Ach, ihr Eierköpfe. Ja, schönen Tag, liebe Freunde. So, liebe Kinder. So, da sind wir auf der Skifreizeit. Servus, Freunde. Morgen. Hallo, ich bin der Godehard. Morgen erstmal. Einen wunderschönen guten Morgen. So, meine Lieben. Ja, meine lieben Freunde. So, moin. Also, wir rauchen nicht, wir atmen. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, schönen guten Morgen hier. Ja. Also, red. Ja, schönen guten Tag. Die Liebe ist komplett abgeflacht. Ich habe nur heute Morgen gesagt, dass sein Schnurrbart extrem scheiße aussieht irgendwie. Schnell, nochmal schnell dran lecken, bevor es weg ist. Feinstes Carbonara. Hallo? Ja. Ja. Ich komme. 10 Minuten bin ich da. Ja, tschüss. Also zweimal Pizza Margherita, einmal Tonno und zweimal Spaghetti AOP. Komm. Der Mantai hat 120. Mal deinen Anzug zu. Du läufst wieder rum hier wie der letzte Schmutz. Sag der Richtige. Ich kann den ja nicht hochziehen. Da habe ich ja so einen Buckel. Ja, hättest du mal so viel abgenommen wie ich. Größe wie so ein Crash-Test-Dummy. 1,58 Meter geballte Männlichkeit. Ja, genau. Unterstrichen mit diesem wunderschönen Schnurrbart. Immerhin hat er mitgemacht. Ja, der Matthias hat mitgemacht. Der Herr Lur hat wieder mal gekniffen. Nein, dafür habe ich eine wirklich ernsthafte Untersuchung nächste Woche. Werde ich dann auf Instagram quasi zur Kunde tun, wenn mein lieber Urologe die berühmte Kanaldurchfahrt vollzieht. Das ist das Schöne an dem Lur, weißt du? Dem ist einfach alles egal. Also, zur Vorsorge gehen, ne? Hallo meine Freunde, jetzt gucken wir uns mal so einen Elektrostaubsauger an. Normalerweise kann ich jetzt... Matthias, Hallöchen, was ist los hier? Kennst du noch die Jetsons? Ja. Ich blinke. Guck mal hier, wir fahren hier über eine Schneepiste. Boah. Geil, oder? Alter. Ist das geil? Nee. Alter, der Mädchen ist sich direkt in die Hose geschissen. Der macht sich immer einen Kaffee. Immer, wenn er eigentlich bei dir sein müsste. Das, ja, das ist stimmt. Immer so mich. Vorher sagt er, ey, hast du eine Minute? Ich so, ja klar, ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Jetzt suchen wir ihn und warten. Also wir waren nur wieder am Warten. Jetzt sagt er. Hört ihr das? Sag doch mal, wie das aus deiner Sicht war mit dem Volley. Das Auto war auf jeden Fall fähig für die Top 10. Ja. Da brauchen wir jetzt ja nur noch einen Fahrer, der das umsetzen kann. Lukas, spiel Luftgitarre. Einmal ACDC, immer ACDC, weißt du? Was machst du da? Ich bin mich seelisch und moralisch an der Flasche am Festhalten. Die ist auf meine Lippe. Ich habe die zugedreht und die ist quasi der Stöpsel, klemmt meine Lippe ein. Und jetzt, hast du gesehen? Ja. Kühlschrank für Champagner. Champagner. Da passen nur die großen Flaschen rein. Da passen nur die großen. Also kann ich den Lur auch mitnehmen? Wir haben eine kurze Zwischenfrage. Der Käfig, ist der FIA homologiert oder muss ich dann umbauen, aber wenn ich damit GT-Masters fahre? Magnesium ist, ist schwierig. Ah, ne? Das ist natürlich schlecht. Ja. Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Jetzt ganz exklusiv die neueste Folge von Zugeschaut und Mitgebaut. Wir haben uns ja schon ein bisschen länger mal versprochen. Wir zeigen mal das UFO. Hallo, guten Tag. Das ist eine wunderschöne GT3, GT2 in eure wunderschöne... Grün. Werde, Licht hier, Licht werde.
Ich komme jetzt. Sekunde. Jetzt. Der Ricky hat versprochen, Deutsch zu lernen und dann werdet ihr den auch öfter vor der Kamera sehen. Learn Australian, motherfucker. Fancy Farbkombination hier. Weiß, rot, 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 rot. Innen drin alles rot. So, meine lieben Freunde. Ja, gut. Willst du einmal kurz? Ja, klar. Ich muss eh gerade. So. Scheiße ich den Brabus jetzt erstmal in die Bude hier. Schönen guten Tag. Heute wieder eine neue Folge von Zugeschaut und Mitgebaut, sponsert bei Obi. Heute Lukas Lur am Dremel. Es wird wieder eine ganz spannende Sendung. Also passt gut auf, Kinder. Herr Sloten, wo sind wir denn? Bitte machen Sie mal ein Statement hier. Ja, wir sind hier am Wuppertaler Hauptbahnhof. Das ist ein bisschen kühl, aber schöne Location. Gleise ausgefallen. Ja, Gleis 2 ist ausgefallen, haben wir einen Personenschaden. Mein Bärchen, gell? Ist aber ein bisschen pelzig so auf der Zunge. Ja, ist ein bisschen lang geworden. Ich müsste mich mal rasieren, aber ich habe im Moment keine Zeit für so ein Spürkes. Ich gebe dir da auch irgendwann mal die Doppel-Ehe in Europa, weißt du? So Claudia als Nachtfrau, dich als Tagesfrau. Also, Moment mal. Moment. Also. Retro-Maschine, ne? Hier. Guck mal. Zeig mal hier so ein bisschen wie das Büro. Hab ich. Alles, alles nicht so total hier. Guck mal, so. So. Hast du? Ja, und hier steht ein Schätzchen. Ja. The person you call is temporarily not available. Und jetzt ab in eine Bank. Wir brauchen noch ein bisschen Sponsorkohle. Ich hab ja, richtige Maße. Ja, der hadert nicht so mit Zahlen. Bisschen schwierig. Ja. Ich hab extra gesagt, geh zum Schneider, lass dich vermessen. Ja, ja, die Claudia macht das. Und dann heult er, dass der Anzug zu klein ist. Der hat am Anfang gepasst wie eine 1. Ja, die Scheiße hast du läuft bei 60, nur. Ja, hast du bei 60 ready? Abgewaschen? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Ja, der Lukas hat einen Schlaganfall. Jetzt werde ich das Gerät mal herreißen. Nichts mit einfahren. Direkt drauf auf die Mutti. Ich weiß, dass er das Handbuch nicht gescheit gelesen hat. Wahrscheinlich fährst du keinen einzigen Meter. Wie geht's dem Ufo? Ist wie neu. Gestern mal kurz Herztransplantation gemacht. Jetzt. Ich war ein bisschen motiviert. Mit Motivation hatte das nichts zu tun. Das war irgendwas. Das hat auch nichts mehr mit Autofahren zu tun. Er hat wahrscheinlich gedacht, oder wahrscheinlich vorher Top Gun geguckt und hat gesagt, ich mach mal einen auf Maverick. Weißt du, und hat doch mal. Guck den Hebel auf den Tisch. Yeah. Heute schlafen lässt, weil sonst kommt er immer an, weißt du, wenn ich schon eingeschlafen bin und will dann nochmal. Mit Nachdruck einrücken, aber das müssen wir dann heute mal verschieben. Ne? In diesem Sinne würde ich sagen, schläft der Lur heute. Kann losgehen! Mal so und dann gucken wir mal, wie das ganze Morgen aussieht. Was habt ihr bemerkt? Bus, habt ihr bemerkt? Bus, versteht doch kein Deutscher. Da rastet unser Wiener Würstchen gleich ein bisschen aus. Ja, wir haben da Fritteller drin. Wo diese ganzen Shops sind und so weiter, da werden auch keine Reifen gewechselt. Ich glaube, der hat schon 20 Mal heute alles gecheckt. Pyramin ist on fire. Ja, also Shop im Ring Boulevard, linke Seite, da wo diese ganzen Shops sind. Da ist unser Shop. Viel Spaß, tschüss. Nicht ganz einfach, so Motorsportkupplung. Ah, ja, das passiert dem Besten. Hi. Was ist das für eine Scheißmusik? Apropos Musik ist ein sehr gutes Stichwort. Jetzt gib mir nämlich Musik auf die Gabel. Richtig. Jetzt geht der Papa was essen, ne? Mahlzeit. Nimmst du den Erich mit? Du bist die Erd. Ja. Ich will ja auch nicht so sein. Bisschen KitKat. Aber nur anschauen. Ja. Und du darfst auch. Mag überhaupt keinen KitKat. Oh.
Hier können wir mal sehen, wie man korrekt in einem Fahrzeug sitzt. Na Horst? Das ist die Offroad-Sitzposition, Jünter. Ja, ich habe mich mal festgespackst, ne? Schön. Da können wir jetzt über die Hügel springen. Das ist auch gar nicht kalt in dem Wasserbecken. Auf so einen roten Regenschirm. Und genau, hier. Macht dann hier. Reisegruppe Hände. Hässlich. Das hast du gesagt. Ja. So. Das ist ja so ein bisschen wie so ein Campingwagen eigentlich. Eigentlich ist es ja für uns Holländer, Südholländer, ist es ja wie ein kleiner Ausflug mit dem Wohnwagen. Das ist lecker. Guck mal, hier kannst du nämlich einfach die Hebelage quasi runter machen. Also hier dein Wasserhahn, ne? Also wie geil die gucken, wenn du so aus dem Hafen raus bist. Oh, Junge. Habt ihr eine Schikane? Das war so scheiße schnell. Die sind ganz, ganz früher da hinten wahrscheinlich mit so einem 917er oder so knapp 400 gefahren oder so. Das war da kannst du dich auch gar nicht mehr dran erinnern, wie der alte Hockenheimring war. Da bin ich mein allererstes Autorennen drauf gefahren, du Spritzer. Was, mit Dreirad oder was? Da hast du noch mit der Blechtrommel unter dem Weihnachtsbaum gehangen. Also, Daniel ist integriert, ne? Ja, ich bin jetzt auch dabei. Fashionmäßig da am Start. Vor allem, jetzt kannst du auch wieder ein richtiges Auto fahren und musst nicht mehr mit so einem Elektroschrubber durch die Gegend. Hey. Wir wissen schon Bescheid. Ach so, okay. Ja, dann, ja, sorry. Wir haben ihn schon getröstet ein bisschen. Und wir haben auch schon gesagt, ne, nächstes Jahr greifen wir richtig an. Und dann zeigen wir dir mit seinem ferngesteuerten Auto mal, wie es geht. Ne? Habe ich auch schon gesagt. Ja. Ich habe gestern mal ein bisschen den sechsten Gang hochgeschaltet neben dem, dass dem die Ohren wegfliegen. Dann hat er noch geheult. Meine Ohren! Ich habe schon gesagt, als er im Walter hinterher gefahren ist, schon geil, oder? Jetzt fährt er das erste Mal mit richtig Sound. Aber hey, wir haben so einen Soundgenerator, den kann ich dir einbauen, wenn du magst. Kannst du drüberlegen im Video einfach, so richtig bam, 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 schön wendig. So ein 80er Jahre Formel 1 Sound legen wir da drüber. Und einen Ehrenpreis hat er bekommen, weil er den Leuten nicht so auf den Sack geht mit dem Lärm. Ja, klasse! Schön! Schön! Ja, das würde schon stehen. Ja, ist schön. Es sind halt nur ein bisschen viel Franzosen, aber ansonsten ganz nett. Letzte Woche. So, Dramai, hast du wahrscheinlich irgendwo aus der Altkleidersammlung geholt von so einem Mafum und hast was jetzt? Oh, der Gürtel ist. Guck mal hier, ich hab abgenommen. Guck mal hier. Schieb ab jetzt. Wenn der Typ, ne, wenn der Mentalcoach wäre, dann hättest du mal 70% höhere Selbstmordrate. Kannst du mal bitte zeigen, was der trinkt? Von wem er ist, welche? Ingwer-Zitrone-Tee. Weißt du? So muss er aussehen am frühen Morgen. Und nicht so. So muss er aussehen am frühen Morgen. Und nicht so. Ja, Marc. Marc lieb, Porsche Motorsport. Ja, Marc. Nö, der schickt sich. Ja, ja. Sieht doch gut aus. In der neuen Teamkleidung. Ja, ja, wir haben dir mal ein anständiges Shirt gegeben. War ja nicht auszuhalten. Alles klar, Marc. Ja, hau rein, ne? Ja, tschüss. Gut, ich bin neben. Das ist der Stefan. Studierter Ingenieur. Schlauer als er aussieht. Oh, fühle mich leicht wie eine Feder. Was soll ich sagen? Faules Pack. Vergessen, ey, ist so schwierig, gutes Personal zu finden. Ich glaube, du musst noch erwähnen, es ist jetzt vor dem Rennen. Na klar, vor dem Rennen, wir haben noch nichts getan. Wir haben nur 5 Runden im Qualifying gefahren, weißt du? Der Holzer, da schläft den ganzen Tag schon. Ich war gerade extrem körperlich aktiv. Und zwar hatte ich gerade meinen Pre-Race-Toilettengang. Der war so dermaßen intensiv, ich bin komplett übersäuert, hab einen 200er Puls, 35er Laktat, bin fertig mit Schönschreiben. Muss ich mich erstmal erholen davon. Das kann so dauern bis, wann ist Rennen? 14.45 Uhr? Ja. So bis 15.15 Uhr oder so. Und da geht der Holzer ins Auto, der Lutscher. Mal gucken, was der aus dem Rennen macht. Hier schon mal ein bisschen einstimmen. Bisschen Emotionen rüberbringen auch, weißt du? Verdammte Scheiße! Meine ich das? Ja, Entschuldigung. Uns heute für die Übertragung. Nein, das war kein Trollfehler. Das war die Fäkaliensprache von Jan Eriksloh, die wir natürlich überpiepsen müssen. Sehen die Zuschauer bei Sport 1 eine Stunde. Piep. Danke, du. Und ich habe mir einen Finger eingeklemmt. Schön, dass du mir den so zeigst. Ja, es ist, was soll ich machen? Es ist der Finger. Es ist nicht der, sondern es ist der. Ich kann auch nichts dafür. Es tut mir leid, Matthias. Du weißt, dass das nicht persönlich gemeint ist. Ja, so ein bisschen wie beim ersten Date mit einer Frau, weißt du, mal ganz vorsichtig rantasten und gucken, wie reagiert sie,
Und wie geht's dir so auf meine Sprüche, bevor du dann das erste Mal an den Hintern fassen kannst? Und das machen wir dann morgen. Morgen Samstag früh hier bei uns im lustigen LKW. David Hasselhoff unter den Renningenieuren ist auch da. Ricky Martino. Der taubstumme Australier. Und Herr Klingmann ist auch da. Aber nur zum Espresso schnorren. Und um Liebe abzugreifen. Liebe abgreifen. Nimmst du einen Roller mit so Nadeln und so deiner Creme und dann kannst du die Lücken schließen. Ja, da müsste ich auch mal machen. Es gibt Körperstellen, da hat das wunderbar funktioniert. Genau, der Herr Klingmann, der holt sich noch ein paar Tipps ab hier. Ja. Leben ist halt kein Ponyhof. Ne? Aber alle wollen reiten. Ja, so sieht's aus. Also der Apparat. Es ist so schnell, dass ich die Sturmfrisur aufgesetzt habe heute, der Koffer. Ja. Durch den Helm durchgepustet. Ja. Meinst du einen erfrischenden Müsli-Riegel? Nein. Warum nicht? Weil da drauf steht, dass ich da nicht dran darf. Als würdest du dich da dran halten. Hier. Muss ich sagen, das ist ein teaminternes Gemeinschaftsprojekt, was verwirklicht wurde. Wie ihr seht, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Das Resultat sehen wir da beim 24er, was daraus geworden ist. Kann ich dir sagen, stehe ich nur mit zwei Mann hier und dann wirst du mich rausgeschmissen. Adrian hat ganz fleißig Deutsch gelernt und wird euch jetzt auf fließendem Deutsch erklären und erzählen, wer er ist. Ne? Ja, wir können ja besser Englisch sprechen. Er kann nämlich wohl Deutsch. Ja, ich kann ein bisschen. Adrian haben wir gerade im Ikea Kinderparadies abgeholt. Ja, im Bällebad. Im Bällebad. Das kann ich. Den haben wir gerade im Kinderparadies abgeholt, weil er so schön klein ist. Dann geben wir dann mal ab zwischendurch, dann kann er ein bisschen mit den Bällen spielen und so. Ne? War gut, ne? Ja, super. Adrian fährt auch mit uns GT Masters, also nicht mit uns, sondern gegen uns eigentlich. Deswegen gehen wir den auch immer im Kinderparadies ab, mit der nicht guckt, was wir so machen. Dann setzt ihn immer nur an dein Auto rein und fahr. Lukas. Das darfst du heute Abend nicht ran. Durfte ich gestern Abend auch schon mit. Du musst ja deinen behinderten Fernseher noch ausmachen. Ja, ich hab den an dem Ding ausgemacht. Ich kann damit umgehen. Pass mal auf, ohne meinen Einsatz wäre der Fernseher gar nicht am Laufen. Ich scheiß auf deinen Fernseher. Ja, wie war denn heute so? Ich glaube auch, der echte Holländer kaut's ja mit dem Löffel rein, aber. Die sind so hau. Parkst du den Becher einfach auf deinem Gesicht? Dauert aber ein bisschen lange. Isst doch einfach den Plastikbecher mit, recycelst du das halt direkt. Schade, jetzt hätte ich gerne so eine Hundezunge. Die Kamera ist so komisch, ehrlich. Du bist komisch, weil du kommst aus Wien. Ja, aber sehr gut. Ja. Schlau, so nicht, du Fisch. Da klatsch mal mit dem Brillanten. Hier komm, hau dir mal deinen Vanillefla rein, hier deinen Schoko-Vanillefla, sonst bist du. Bist ja unausstehlich, wenn du unterzuckert bist, ey. Das ist schon geil. Schmeckt halt wie ein Pudding. Das schmeckt halt wie ein Pudding. Nur mehr die Süße. Ich glaube, das liegt an deiner Freundin, dass du so emotionslos bist, oder? Die muss sich ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen mehr Liebe schenken. Na, das passt so. Das ist nur, weil ich zu viel Spur habe. Spur ist auf, so. Toe out. Deshalb kann ich auch keinen Ski fahren. Also stell mal vor, du fährst so die Piste runter und dann auf einmal geht er. Boom! Da liegst du da. Also alles so koordinativ. Skifahren, Inliner fahren. Das müssen wir mal zeigen, wie ich Inliner fahre. Da gibt was zu lachen. Die Farbe ist toll. Farbe. Die meinen Bart umschmeichelt. Klasse. Macht deine Lippen auch ein bisschen voller, das Rot. Ja? Na, finde ich schmeckt. Guck mal. Hat er nicht die oben gesagt? Da liegt an Düsseldorf. Ja, weil wenn du hier über die Stadtgrenze fährst, dann werden deine Lippen automatisch dicker. Da hat die Ohofen für gesorgt. Und falls nicht, dann gehst du auf die Köhe Lippen to go und dann. Vorhin hast du aber direkt Dachshirts für dein Instagram-Selfie. Das ist Düsseldorf. Flinkes Wiesel, ein verirrtes Schaf. Flinkes Wiesel, ein verirrtes Schaf. Bestell schon mal eine Flasche Mött, 3 Liter. Ich bin gleich da. Tschüss. Ich werde mich heute Abend mal mit dem Lukas beraten, nicht wahr? Ob das vielleicht was für uns wäre? Nee, ihr müsst das Größere nehmen. Dann könnt ihr nämlich getrennt schlafen. Das ist besser für euch. Das ist besser. Weil der Lukas grapscht. Der Lukas grapscht, ja, und schnarcht. Und schnarcht.
Jetzt gehen wir eine Runde joggen. Dann essen wir noch einen Müsli-Riegel. Und dann trinken wir noch ein Feierabend-Mineralwasser. Nee, ein Kamillentee. Heute Kamillentee? Ja. Verrückt. Aber wir sollten echt mal zusammen laufen gehen. Du kannst mich mal zusammen am Arsch lecken. Tschüss. Also ich habe ein Auto dabei. Nein. Du kannst ja laufen nein, zum wir Hotel. Das ist so eine Challenge. Was für eine Challenge? Joggen. Du gehst joggen mit mir. Kümmer du dich mal um Qualify morgen früh. Komm, seh zu. Danke. Ja, tschüss. Ja. Das ist voll bequem hier. Deswegen müssen wir heute zurückschlagen mit dem Ball, haben wir geschafft. Oder? Ja, sieht gut aus. Wäre für dich natürlich scheiße, weil du hast so kurze Beine, du kommst ja nicht bis an die Reifen. Also wir wollen uns auch, ich muss das mal ausmachen, weil der Ricky, der redet mir da gerade wieder rein. Weil so kann ich einfach nicht performen, das ist einfach schlecht. Das ist der Beweis, guck mal, wie der sich das Ding reinschiebt. In einem Mal. Mm. I work out. Do you work out? No. No? You don't work out? No, Patrick is born as a machine. Oh! Bist du hirntot? Bewirb dich jetzt. Der Weihnachtsmann sagt, wir fahren rechts rum. Ist das genial. Schön! Hast du, ach, ist das geil. Wenn du den ersten Date hast und dann die Alte mitnimmst, ja, kannst du erstmal die Stimmung auflockern. Genau. Oh, der war mal geschurzt. Stell dir mal vor. Ach, geil, ey. Tom, ich braucht das Auto leider noch eine Woche. Ich muss noch ein paar Mädels zum Essen ausführen. Ja. Hi, Chantal, wie ist es? Oh, was Falsches gegessen? Schöne Hupe. Matthias, bitte! Ich finde das aber auch geil, dass sich das immer anders anhört. Ja. Das ist real Furz quasi. Long Grade! Gröde schon wach! Mensch, Gröde! Was hast du denn heute für ein Tagesziel? Sprech doch mal darüber. Performance-mäßig. Einmal so langsam wie du Turn 3 fahren. Ja, wenn du dafür den Rest so schnell fährst wie ich, bin ich damit einverstanden. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Zugeschaut und Mittel. Heute Hauptakteur JES. Magst du eine Birne? Nee, danke. Warum denn? Nee, ich finde Birne. Ess doch mal eine Birne. Nein. Ich möchte das nicht, Lukas. Boah, gib mir das Ding auf den Sack. Ja, ich muss mal umbauen. Aua! Hier ist doch ein bisschen was drin. Der neue Arbeitsanzug vom Herrn Faust, ja? Wenn der Lur mal wieder Blähungen hat, dann wird er ab sofort in diesem Anzug unterwegs sein. Karl-Heinz, wir brauchen noch einen Sack Zement, komm mal rüber jetzt. Auf jeden Fall bin ich jetzt hangry, ja? Müde und hungrig. Ganz schlechte Kombination! Außerdem heißt das gar nicht müde und hungrig, sondern, ne? Angry. Hätte ich gerade fast bei der Hospitality die Tür aus den Angeln gerissen. Back to you, Jan, and how's the 24-hour working out for you? Would you like to be participating this year? Yeah, no, the 24 hours is a little bit long for me, yeah. I'm more the sprinter, you know? So I drive the sprint races and Kevin and the other guys can do this 24-hour shit. Uh-huh. And would you say that your performance on track also overlays to your performance in the bedroom? You're more of a sprinter than an endurance man? No, in the bedroom I'm a real successful endurance man. Okay, understood. Kollegiale Liebe unter Teamkollegen verpisst sich. Und schön mit dem Privatjet wegfliegen, weißt du, so schön auf dicke Hose machen, so kennen wir ihn. Ja, ich habe gerade, bin schon mal eine Runde gefahren, geht alles voll. Windschatten. Das ist unfair, mein Koffer hat noch 2 PS. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie der Lur sich fühlt, wenn er mit seiner Harley unterwegs ist. Nur antreten in den Stuhl hier. So. Modus 2 läuft. Hm.
Jetzt habe ich eine Seemöwe verschluckt. Da sind wir hier. Scheiße. So, also sind wir hier im wunderschönen Sandboard. Stell dich so an. Wir haben überlegt, Social Media ist scheiße, deswegen löschen wir jetzt unseren YouTube-Kanal. Ciao. Ich schwöre es Ihnen! Mein Käfer wird doch nur 90, ehrlich! So! Deine Schönheits-OP für den Adrian. Schönen guten Tag hier, wieder live aus Alaska. Es ist so schön kalt hier. Was war das hier? Guck mal hier, Schlägerei im Kreisverkehr. Ja, hier in der Glänze ist richtig Musik da. Und Lukas. Das schneiden wir jetzt auf jeden Fall mal rein, damit die Leute auch mal wissen, was ich hier so jeden Tag mitmachen muss. Okay. Vielleicht hört er dann auf damit. Nee. Verwesung? Es liegt was in der Luft. Ich würde jetzt gerne die Aufnahme hier stoppen und rausgehen. Das ist dein süßer Duft. Ich habe...